Hallöchen, meine lieben Zuschauer, zur allerersten Folge vom brandneuen Formel 1 Manager 2022, live aufgenommen, gerade auf Twitch um 16.19 Uhr am Release-Tag. Ich bin auf jeden Fall hyped. Ich habe die lizenzierte Musik ausgestellt, also die kann man ersetzen. Auch schon mal ein erster Pluspunkt für alle, die Videos machen und streamen. Und ja, es gibt wenig Optionen, die man hier wählen kann. Wir wählen natürlich deswegen eine neue Karriere. Und ich kann direkt sagen, wir nehmen Williams. Jetzt hören wir mal zu. Seit über einem halben Jahrhundert treten legendäre F1-Fahrer auf historischen Rennstrecken gegeneinander an. Und ihr Vermächtnis ist bis heute lebendig. Die Meisterschaft 2021 war von Anfang bis Ende spannungsgeladen. Und 2022 könnte noch einen draufsetzen. Ein neues Regelwerk führt bahnbrechende Veränderungen ein. Neue Fahrertalente werden sich in Rad-an-Rad-Duellen bekämpfen mit altbewährten Champions. Der größte Druck ruht in der neuen Saison auf den Teamchefs, die ihre Fahrer, Autos und Teammitglieder zum Sieg führen müssen. Diese Herausforderung ist nichts für schwache Nerven. Das ist die F1. Und wir sind jetzt ein Teil der F1. So. Mercedes kehrte 2010 in die F1 zurück und gewann seit 2005. Williams ist ein legendäres Team der F1, das zu Glanzzeiten 9 Konstrukteurstitel gewinnen konnte. Die Williams-Familie verkaufte das Team im Jahr 2020. Im Jahr 2021 schlug sich Williams daraufhin relativ passabel. Am Ende reichte es dank einiger Sternstunden von George Russell in seinem letzten Jahr als Williams-Pilot für den 8. Gesamtrang. Finde ganz cool, dass die hier immer was zu erzählen, ne? Hier sieht man auch deren Saisonziele. 6., 5., 9., 8. Ja, wie schon gedacht, ist Williams auf jeden Fall da auf dem letzten Rang. Teamleistung, Autoleistung. Aha, hier das Hauptquartier. Die Infrastruktur kann man sich also ganz gut angucken. Da will ich auch schon versuchen, überall die Nummer 1 zu sein. Ja, alles gut, Mika und selbst mein Freund. Die Fahrer Nicolas Latifi, Alexander Albon und als Reserve Jack Aitken. Technischer Leiter ist François Xavier de Mason. Leiter der Aerodynamik ist David Weather. Also Aerodynamik, Wetter, Aerodynamik, Wetter, passt das zusammen? Ja, ne? Renningenieur ist James Irwin und der andere Ingenieur ist Gaëtan Jago oder Jago, Jago, wie auch immer. Was gibt's hier noch? Seinen eigenen nicht, aber du kannst, ne, kann man nicht, okay. Nee, man kann nur vorgefertigte Rennstile nehmen. Startguthaben ist niedrig, das ist ja klar. Ja, das gibt's auch auf der PlayStation, ja. Vorname, Team, Nachname, Chef, ja. So. Ich bin der Herr Dennis. Dennis? Anleitung für Einsteiger, ja, sehr gerne. Ich glaube, alle sind hier Einsteiger. Neues Spiel starten. Natürlich wollen wir das, Leute. Natürlich wollen wir das. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ich bin Audrey Mensah, eine der leitenden Ingenieurinnen des Teams. Willkommen im Team. Es ist großartig, dich an Bord zu haben. Das freut mich, Madame. Weil ich glaube, ich kann hier ja die ganze Streambox erstmal raustun, damit ihr auch am Anfang sieht direkt, was es hier so gibt. Da. Also, den Start, den Posteingang, Kalender, Rennstrecken, Rennen, Autos, Fahrer, Personal, Einrichtung, Vorstand, Finanzen und die Rangliste. Dann kann man trotzdem, glaube ich, mein Gesicht mal hier hin tun, mein Kopf. Wir haben seit kurzem eine neue Geschäftsführung hier bei Williams. Du kommst also zu einer sehr spannenden Zeit zu uns. Ich bin sicher, dass du dich gut in das Team einleben wirst. Ich stell dich mal allen vor. Als unser neuer Teamchef bist du für viele Aspekte des Teams verantwortlich. Alles liegt in deinen Händen. Von der Verwaltung des Wachstums unseres Teams, über die Überwachung unserer Finanzen, bis hin zur Entscheidung über die Strategien für den Renntag. Das meiste davon kannst du von deinem Dashboard aus im Auge behalten. Ich kann das jetzt mit dir durchgehen. Zunächst einmal ein Überblick über den Vorstand. Sie sind diejenigen, die die Erwartungen für das Team festlegen. Wenn sie Vertrauen in deine Führungsqualitäten haben, läuft alles für dich. Wenn sie das Vertrauen in dich verlieren, versuchen sie vielleicht, dich zu ersetzen.
Ich lasse jetzt alles in Ruhe auch durchlaufen, auch das, was die Dame da sagt, damit ihr das auch euch selbst durchlesen könnt und vielleicht, wenn ihr das Spiel selbst kauft, einfach direkt Bescheid wisst. Alle, die das über YouTube schauen, ihr könnt das ja einfach skippen. Den Text, der hier gelabert wird. Der Vorstand legt Saisonziele fest, die das Team erreichen sollte. Werden die Ziele erreicht, hilft es dabei, das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Also mache dich mit den Erwartungen vertraut. Du solltest auch das langfristige Ziel im Auge behalten, das über diese Saison hinausgeht. 60 FPS reichen doch völlig aus, oder? Ich persönlich erkenne da eh die Unterschiede. Aber hab das schon gelesen bei dir, bei Rockstar gestern. Bis zum ersten Rennwochenende des Jahres 2022 sind es noch ein paar Tage hin. Du wirst überrascht sein, wie viel du bis dahin mit Vorbereitungsarbeiten zu tun haben wirst. Da es aber dein erster Tag ist, gibt es für dich nichts Dringendes zu erledigen. Sieh dich gerne einmal um oder wähle Fortfahren, um für heute Schluss zu machen. Wir werden dann am nächsten Tag mit einem geplanten... Machen wir schon für heute Schluss? Das war's schon mit dem Stream? Ja gut, der Dame hat's gesagt. Hast gekauft, okay. Aber hier gibt's keinen Multiplayer, da ist nur Singleplayer. So. Kann man ja trotzdem alles angucken, ne? Dich regelmäßig beim Vorstand zu melden. Von hier aus kannst du das Vorstandsvertrauen... Ja gut, wobei alle können ja auch mal Pause drücken und ist das ja auch so durchlesen. Vorstandsbudget. 50, erste Zahlung, monatliche Zahlung 4 Millionen, Saisonziel 9.000 drüber. Teamwertung. Ergebnis der... Also die Punkte, die man gesammelt hat. Das ist halt der Vorbesteller-Rabatt. 10%. Okay, hier kann man wirklich noch nicht so viel sehen. Da siehst du mein neuer Posteingang. Das ist ja wunderprächtig. Mit den Finanzen des Teams befassen und sowohl unser Guthaben als auch Informationen über Einnahmen, Belohnungen und die zwingenden Ausgaben der... Das ist schön. Das Saisonguthaben. Ja, das wollen wir hier von 20 Millionen irgendwann auf eine Milliarde hochballern. Ist doch klar. Das ist ein gutes Monatsguthaben, würde ich mal sagen. Wo sehe ich eigentlich die Einrichtung? Von hier aus kannst du alle Einrichtungen des Teams sehen. Von den Personalgebäuden bis zu den Autoteilentwicklungszentren. Du kannst neue Einrichtungen bauen oder die bestehenden verbessern, falls das Team Zeit und Geld dafür hat. Einrichtungen wirken... Jawohl, bestätigen. Mit der Zeit nutzen sich die Einrichtungen ab und werden weniger effizient. Oh, das ist ja klar. Behalte also ihren Zustand im Auge. Wenn es soweit ist... So, da kann die Webcam hin. Personalhäuser, Teamzentrale, Stufe 1, ne? Von 5, wenn ich das richtig sehe. Also wenn ich das hier oben richtig deute, ist das halt Stufe 1 von 5, ne? Modernisieren. Maximaler Zustand, aber dann müsste ich es, glaube ich, jetzt komplett neu bauen. Upgraden. Aha, okay. Upgrade 2 von 5. Also es ist Stufe 7, 2 von 5 dann. Fabrik 2 von 5, alles andere auf 1. Das wäre dann Stufe 3 von 5, okay. Designzentrum und so weiter, ja. Bei CFD dachte ich an diese Party, der CSD. So, wir sollen erstmal auf Fortfahren drücken, machen wir mal, dann lernen wir das besser kennen. Es ist nicht mehr dein erster Tag. Wir bringen dich im Handumdrehen auf den neuesten Stand. So verbringst du deine Tage, bis es Zeit für das Rennen ist, das du in der Liste der bevorstehenden Events sehen kannst. Es ist gut, wenn man es sich zur Gewohnheit macht, diese Liste regelmäßig zu überprüfen. Ja, freut mich, Mika. Was heute erledigt werden muss. Du hast eine Benachrichtigung in der oberen Ecke. Da wartet eine wichtige E-Mail auf eine Antwort. Also solltest du deinen Posteingang überprüfen, wenn du bereit bist. Schlüsselpersonal zur Autoentwicklung. Gut, die haben wir schon gesehen. Klar, das ist ja klar. Sponsorenverpflichtungen. Ich kenne mich mit den ganzen Blöcken nicht aus, Mika. Sagt mir gar nichts.
Muss ein Sponsor-Event in deinem Trophäenraum veranstalten. Okay, Rennbewertung. Ein Sponsor-Event veranstalten in der Boxengasse. In der Box. Okay. Saisonguthaben. Das haben wir schon gesehen. Sieht so aus, als hättest du einen Antrag zur Genehmigung eines Budgets erhalten. Der Großteil des Teambudgets wird zu Beginn der Saison vom Vorstand festgelegt. Zuzüglich der Einnahmen aus dem Preisgeld der letzten Saison und etwaigen zusätzlichen Sponsoring-Einnahmen, die wir verdienen. Aha. Anfrage für Party genehmigen. Ja, komm. Gönnt euch eine kleine Party, Leute, hier, ne? Was geht ab? Ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Ja, natürlich, das ist eine gute Entscheidung. Das Team auf jeden Fall bei Laune halten. Absolut. Ihr wollt Party? Dann kriegt ihr Party. So. Da dies nun erledigt ist, können wir uns auf unseren ersten großen Preis der Saison konzentrieren. Gut, dann machen wir weiter. Es gibt immer abschließende Arbeitsschritte zu erledigen, bevor wir loslegen können. Im Posteingang findest du den Vorbericht zum Rennen an diesem Wochenende. So, Testergebnisse nach Bahrain. Ja gut, 19, 17. Das ist jetzt nicht gerade die oberste Klasse, aber das haben wir uns ja so ausgesucht. Ja, okay. Okay, du hast alle Informationen, die du brauchst. Gehen wir zur Rennvorbereitung und sehen mal, ob es noch letzte Aufgaben für uns zu erledigen gibt. Wunderschön im Bahrain. Dein Bereich zur Rennvorbereitung, wo du das Team auf das kommende Wochenende einstimmst. Außerdem findest du hier alle Informationen zu der Strecke, auf der wir fahren. Aha. Eine Sache, die du vor jedem Rennwochenende immer erledigen musst, ist unsere Leistungsziele festzulegen. Okay, Leistungsvorgaben. Hier sind die Leistungsziele für das kommende Wochenende. Wenn wir diese erfüllen, erzielen wir zusätzliche Einnahmen. Anreize, Garantie, Ziel A. Okay. Sieht so aus, als hätten wir sowohl für das Qualifying als auch für das Rennen Anreize. Wenn wir diese Ziele erreichen, bekommen wir eine zusätzliche Auszahlung. Und es kostet das Team nichts, wenn wir sie das nicht ist gut. Wenn es nichts kostet. Hinzufügen und unseren Sponsoren Garantien anbieten. Das ist riskant, da uns ein möglicher... Okay. Aha. Na, ich sage Garantien, wenn wir noch nicht machen. Qualifying Rang 1. Du magst die Herausforderung. Ja, natürlich. Es könnte schwierig sein, aber die mögliche Belohnung ist definitiv ein Grund dafür. Okay, wir sind hier fertig. Nein. Wir zurück. Ach so, ist schon hier eingestellt. Mindestens Platz 15. Nee. Da muss ich sagen, da bin ich eher noch als Noob jeder von uns ein bisschen vorsichtiger lieber, ne? Halte die schnellste Runde des Rennens. Wie sollen wir das denn schaffen? Wir sollen die schnellste Runde des gesamten Rennens haben? Wie? Das hier können wir machen, oder? Komm, Position 15 mit einem Fahrer. Mach mal, komm, verlieren wir ein bisschen Kohle, ist mir egal. Glückssträhne, was gibt's hier so? Nötig ist und das Team kann es kaum erwarten, loszulegen. Es ist Zeit für das erste Rennen der Saison. Wenn du möchtest, kannst du dir noch mehr Zeit nehmen, um dich umzusehen. Wenn du bereit ja, ich würde mir ganz kurz nur gerne umsehen. Hier findest du relevante Informationen über die Fahrer des Teams und den Testfahrer. Ja klar, so. Du bist 26, 25, 26, also Jack Aitken ist ein unbedingt Talent, kann man sagen. Scouter-Fahrer, genau, dann scouten wir direkt mal einen Fahrer. Kann man filtern nach Nationalität? Ich würde halt gerne auch mal die Deutschen hier angucken. Altersgruppe 16 bis 21 ist okay. Dann machen wir das mal so. Ja, David Schumacher. Gesamtwertung 47. Das ist natürlich... Detailliertes Scouting machen wir mal 30 Tage.
Ja, nur zwei Scouts, kein Problem. Das ist von Michael Schumacher, der Sohn? Von Ralf Schumacher, ne? Genau, so war das. Wo haben wir denn den Mick? Oh, Mick Schumacher hat 76, ja, das kann man trotzdem auch mal sich überlegen. So die beiden Cousins untereinander. Gibt es denn hier so die richtig großen Talente? Oliver Bierman. Leistung. Gut, das müssen wir uns natürlich mal angucken. Da kann man sich auch die Chroniken angucken. Alles sehr, sehr interessant. Und man sieht, es gibt ja auch einige, das sind ja nur die zwischen 16 und 21 Jahre alt. Also eigentlich. Ah, okay. Jetzt gerade sind alle gewählt worden. Wenn ich das richtig verstehe. Ja, gibt trotzdem eine ordentliche Auswahl auf jeden Fall, ne? F1, F2, F3 Fahrer ohne Vertrag sind auch einige extra reingetan. David Beckmann. Lirim Zendeli. Ja, gut. Dann gehen wir mal zum Rennwochenende direkt nach Bahrain und gucken wir mal, wie es da so ablaufen wird für uns. Ob wir da klarkommen werden mit allem, was wir da machen werden. Bin ich mal gespannt. Willkommen auf dem F1 Archipel. Bahrain mag willkommen klein sein, aber auf den Tribünen herrscht gerade riesige Stimmung. So oder so, es ist Zeit für ein weiteres fantastisches Grand Prix Rennwochenende. Der Bahrain International Circuit ist eine anspruchsvolle Strecke. In den engen Kurven müssen die Autos weit runterschalten. Da bergab gebremst werden muss, könnten die Räder blockieren. Dieses Risiko müssen die Fahrer in den Griff bekommen. Konzentration und Balance sind hier für den Sieg nötig. So früh in der Saison gibt es noch viele Möglichkeiten, die Dinge zu ändern. Williams. In diesem Sport gibt es einfach keine Garantie. Nun denn, fangen wir ohne weitere Umschweife an. Das werden wir machen. Wiederzusehen. Hallöchen. Zu deinem ersten Rennwochenende mit dem Team. Es ist Freitag, also starten wir wie gewohnt mit dem freien Training 1. 360 Minuten Übungseinheiten. Soweit ich weiß, kann man ja auch komplett die Zeit, also 60 Minuten durchballern, wirklich in 60 Minuten in der Realzeit, aber man kann es natürlich auch erhöhen, ne? Ansonsten würde so eine Saison aber mächtig lange dauern. Schafft man pro Woche gefühlt nur einen Rennen. Ja, hier sind die Ziele, genau die Berichte. Kann man sich immer noch angucken, wenn man möchte. So, die Strecke kenne ich ja auch einigermaßen gut, ne? Klar. Fortfahren, ne? Es wird auf jeden Fall nicht regnen. Hier drüben ist unser Bereich zur Rennvorbereitung. Hier kannst du alle nötigen Änderungen für die anstehende Trainingssession vornehmen. Du kannst dich darauf verlassen, dass das Team die Autos bereits für das Training vorbereitet. Kann man aber nicht irgendwie ihm zu... Wie machen wir dann ihn bereit? Muss man was drücken? Ah, okay, es ist bereit. Ich würde aber gerne... Du sollst Fahrer 1 sein, du hast 80. Entscheiden, ob du die Trainingssession selbst leiten willst oder ob du die Kontrolle deinem Team überträgst. Ja, aber am Anfang werden wir es natürlich das selbst machen, ist ja klar. Wochenende ist, solltest du das Team die ja, auf jeden Fall. Sag ich doch. Ich habe leider vergessen, wie sie heißt, aber das habe ich doch gerade gesagt. Nein. Hallo. Hatte gerade gesagt, wir sollen simulieren. Ich will es aber nicht simulieren. Hallo? Verwalten. Entschuldigen Sie. Ey, das ist doch jetzt... Also... Ich wollte es mir angucken. Ja gut, dann machen wir halt... Und wir gehen jetzt moin Triados. Ah, Tutorial, okay. Ja gut, dann kann ich wahrscheinlich wirklich nichts machen, ne? Und die Erwartung im Fahrerlager wächst kontinuierlich.
Nach dem Ende des freien Trainings müssen die Fahrer diese Strecke in- und auswendig kennen, um eine Startposition zu erreichen. Dann werde ich jetzt nicht meckern. 20 Autos gehen auf die Strecke, alle mit Ambitionen auf die Pole. Ja, finde ich auch in Ordnung, klar. Ich denke mal, wenn man jetzt alle Hilfestellungen ausstellt, wird es auch nicht am Anfang immer ein Tutorial geben. Ne? Training 3, wir sind natürlich... Ja, sind wir gut. Ich aktuell bin ich besser. Fahrer 1. Und sogar fleißiger. 5 Runden mehr gefahren. Auf fleißiges Bürschchen. Um die Leistung unserer Fahrer zu optimieren, lässt sie das Team während des Trainings an 3 Zielen arbeiten. Streckeneingewöhnung, Autoteilkenntnis und Autosetup. Wenn du die Session selbst verwaltest, erzielst du am restlichen Wochenende vielleicht... Ich hoffe mal, dass ich es mehr schaffe als 67 und 62 und 64 und 62%. Linus, hola, hola. Hola, Chico. Gut, die Streckeneingewöhnung ist schon mal da. Gut, Zeit fürs Qualifying. Unsere Ergebnisse hier entscheiden darüber, wo wir beim Rennen am Sonntag in der Startaufstellung stehen. Wie geht's dir denn so, Linus? Das Qualifying geht über 3 K.O.-Runden. Und nur die schnellsten Fahrer kommen jedes Mal weiter. Ja gut, das ist ja Training 3, das ist ja jetzt egal. Ach, mir geht's auch super. Richtig Bock aufs Spiel. Fortfahren, ne? Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel... Moment. Wenn ich jetzt hier... Ach, kann man nicht, okay. Können nur am Training 1 teilnehmen, alles klar. Ich will euch beide doch nur wechseln. Wahrscheinlich muss ich den neuen Vertrag geben oder so, ne? Für dich übernehmen, wenn du das möchtest. Aber übernimm doch diese Runde, nur um sicher zu gehen, dass... Ja, natürlich verwalte ich das, ich sag mal. Fläschchen, Popöchen. Unsere Fahrer müssen ihre schnellstmöglichen Rundenzeiten erzielen, damit wir in die nächste Qualifying-Runde einziehen. Das macht Sinn. Die 5 langsamsten Autos nehmen nicht mehr an der restlichen Session teil. Aber ich mal ganz, auch wenn ich links einfach jetzt nur die Grafik sehe, also da, ne? Das sieht geil aus. Also würde ich gerade wirklich die Formel einschauen. Bleibende Zeit im Auge. Das Zeitlimit für die Qualifying-Runden erhöht den Druck wirklich. Also gut. Schicken wir ein Auto für seine erste Runde auf die Strecke. Mal sehen, wie es läuft. Mhm. So, losschicken. So, na, Tiffy, Pole Position nicht drin, ne? Albin würde ich auch gleich mal rausschicken. Ein bisschen Abstand natürlich, ne? Ich denke mal, jetzt kann er auch raus. Da fällt er auch schon raus. Aber die Grafik, die ist natürlich Weltklasse, ne? Geschwindigkeit kann man natürlich erhöhen. Ich will nur ganz kurz gucken, bis wo? Mal 16, okay. Ausgestattet, sodass du, wenn du möchtest, kannst du auch die Kartenansicht verwenden. Sie denkt daran, dass du während der gesamten Session 2 Fahrer verwaltest. Also mal. Was gibt's denn hier so viele Kameras? Die finde ich am coolsten. Oder wie die gesagt hat, kann man auch natürlich die Map wählen. Ja, das sieht schon geil aus. Also die Grafik, muss ich es einfach sagen. Für ein nur, also es ist nur ein Manager-Spieler ist. Sehr, sehr gut. Also, ich würde auch normal damit fahren, ne? Oh, mein PC, wie warm kannst du eigentlich sein? Antwort ist, glaube ich, ja. Boah, also so warm habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Halleluja. So ein bisschen erhöhen kann man ja. Jetzt fängt er die erste Runde an, oder? So, jetzt müsste es ja anfangen. Sieht man irgendwo hier die Zwischenzeiten? Ja, glaube ich, Detriado. Ich habe ja auch immer mehr Ventilator an. Ansonsten würde ich das nicht schaffen, einfach. Ne? Ich würde es einfach nicht schaffen. Ach, da, ne? Gut.
Weiß es gar nicht. Linus, hab's noch gar nicht gezockt. Ich denke mal, dass die Karte aktualisiert wurden. Bestimmt ein bisschen was am Gameplay. Alvin war 2 Zehntel schneller. Hagen Luca, hallöchen. Wie geht's, mein Freund? Die Reifen sind zu heiß. Okay, Moment. Wenn die Reifen zu heiß sind, kann ich hier irgendwas machen. Räder. Jawohl, scheiß drauf. Wir sind im Qualifying. Auch alles gut, auch alles gut. Teste hier ein bisschen den neuen Formel 1 Manager. Bin mal gespannt. Aber sieht schon mal sehr geil aus. Ah ja, yeah. Bester Sektor von allen. Oh, sag mal, er wird direkt hier entlassen bestimmt bald. So, der hat jetzt eine Runde geschafft. Das ist eine respektable Zeit für eine fliegende Runde. Behalte während der Session die Rangliste im Auge und versuche die Fahrer aus der K.O.-Zone herauszuhalten. Damit ist dieser Qualifying-Lauf beendet. Also kehrt der Fahrer jetzt an die Box zurück. Das macht Sinn, ja, klar. Dass an einem Rennwochenende alles so schnell geht. Aber wenn du mal durchschnaufen willst, kannst du, solange du willst, eine Pause einlegen. Genau, genau. Kann man natürlich sehr gerne machen. Und jetzt gehen wir mal zum Alvin. Aber wie kann ich jetzt zu Alvin wählen? Oder zu Alvin gehen? Ach, hier wird der ganze Latifi angezeigt. Nee. Stimmt nicht. Doch. Stimmt. Wie kann ich mir denn jetzt Latifi ansehen und nicht immer Alvin? Alvin angucken und nicht immer Latifi. Das ist halt die Frage, die sich gerade für mich stellt. Ich kann doch hier unten nur die wählen. Nur die beiden Optionen. Weiß das jemand von euch? Ah, gut. Ja, das macht Sinn. Dankeschön, Triados. Wir wohnen im Keller und trotzdem ist es so warm. Krass. Tada! Man of the Match. Oh, dreh dich einfach. Ah, gut, dass ich auch immer das zeigen, wenn er sich dreht. Die Stelle kenne ich sehr gut, auch aus vom Formel 1 Spiel. Wo man selbst fährt. Das Team ist am Boden zerstört. Sie werden sich fragen, was da draußen passiert ist. Na, schau es mir später mal an, Linus. Komm einmal kurz in die Box hier fahren, meine Lieben. Dann bin ich so Latifi. Ab in the Box. Alvin auch ab in the Box. Unser Fahrer ist wieder in der Box. Du musst das Auto neu konfigurieren, bevor wir ihn wieder hinausschicken können. Los, sehen wir uns das an. Ja, sehr gerne, oder? Das Team wird dafür sorgen, dass der Rennplan aktualisiert wird und das Auftanken beinhaltet. Du musst also nur ein paar frische Reifen aufziehen. Hier siehst du alle an diesem Wochenende verfügbaren Reifenmischungen. Wenn du Änderungen vornimmst, dann beachte bitte. Das verstehe ich, ja, klar. Wir wollen im Qualifying maximale Leistung. Also lass uns eine frische, weiche Reifenmischung verwenden. Weiche Reifen. Warum nicht Regenreifen? Also jetzt mal ganz im Ernst. Warum nicht? Oh, die Lebensdauer ist viel besser. Die Rundzeiten sind nur 27 Sekunden langsamer. Ich verstehe. Zustand 27, aber wahrscheinlich vom Rennen, ne? So, ausgewählt. Zack. Hab ich. So. Das nehmen wir, ne? Und dann bestätigen. Ausgezeichnet. Das Auto ist startklar und kann auf dein Kommando hin wieder rausfahren. Es ist wahrscheinlich am besten, wenn wir vor dem Ende zu... Die Strecke wird später mehr Grip haben, aber dafür wird auch mehr los sein. Ja, ist halt eine Sache, ne? Wir müssten auf jeden Fall raus, das ist ja klar. Wird schwierig für uns, dass wir es überhaupt schaffen werden. Warten wir noch ein bisschen. So, jetzt machen wir mal 16. Warten wir kurz ab, ob vielleicht jemand da ist, der langsamer ist als wir. Hamilton. Was ist denn mit Hamilton los? Hallo?
streng dich mal mehr an. Ich werde mal versuchen, so 2 Minuten vor Schluss rauszufahren. Oder wenn halt wenig los ist auf der Strecke. Vettel und Stroll so weit unten? So, Leute. Stopp. So, die fahren jetzt alle raus, ne? Rein, meine ich. Fährt auch rein. Sehr gut. Dann erstmal Latifi. Ein paar Sekunden später. Ah, erstmal Mick Schumacher, genau. So. Ja, komm. 4 Minuten vorher. Immerhin haben wir jetzt freie Fahrt. Hoffen wir mal, dass wir hier eine gute Zeit rausfahren können. Gehen wir mal. Hallo, kann man das schließen? Latifi, zack. Also hier. Das finde ich aber ein bisschen schade. Ich kann also nur reingucken in das Spiel, wenn ich einfache oder zweifache Geschwindigkeit benutze. Ab vierfacher Geschwindigkeit kommt nur noch die Map. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber okay, dann müssen wir damit leben. So, Latifi wird jetzt die erste Runde starten. Da kommen die ersten raus, aber ich hoffe, die werden nicht allzu sehr stören. Ich hoffe, die werden nicht allzu sehr stören. Na gut, ich störe schon mal. Aber er hat ihn durchgelassen und jetzt hat er freie Fahrt. Nur Albin hat natürlich jetzt einfach alle vor sich. Albin hat sogar auch noch die Chance, wirklich die bessere Zeit zu fahren. Das war natürlich blöd von mir. Man muss natürlich erstmal die Einführungsrunde machen. Also die eine Runde fahren erstmal. Da hat sich jemand gerät, okay. Albin hat mehr oder weniger freie Fahrt. Gut, er hat ihn gut durchgelassen. Russell dreht sich, das ist für uns nicht ganz so wichtig. Latifi dürfte gleich die Zeit schon mal haben. Gut, er hat es nicht gerade verbessert. Habe ich mir auch gedacht. Einfach zu viel los, da habe ich ein bisschen verkackt. Das war natürlich dumm von mir. Wir müssen dann, glaube ich, wirklich versuchen, auch einfach als letztes rauszufahren. Als komplett als letztes rausfahren. Oder die 10 Sekunden vorher hätte ich die rauslassen müssen, dann hätten wir wahrscheinlich diesen ganzen Pulk nicht vor uns gehabt. Na gut, da wird nicht mehr viel passieren. Lassen wir alle mal reinfahren. Ja, am Ende noch. Letzter und vorletzter. Nicht toll, aber es ist ja auch erst das erste Saisonwochenende. Ja gut, ich habe auch nicht unbedingt mit viel mehr gerechnet, Madame. Kennt jemand den Namen von ihr? Ich will nicht ganz einfach Madame sagen. Boah, mein PC, ich habe gerade Angst, dass mein PC explodiert, gefühlt. Aber eben, ne, fast hätte er 18er sein können. 5 Runden? Wie das denn? Oh, so knapp hinter Lance Stroll. Zeit für letzte Handgriffe in der Startaufstellung, bevor das Rennen beginnt. Williams hat im Qualifying eine passable Leistung gezeigt. Jetzt will das Team natürlich zeigen, dass sie sich im Rennen noch steigern können. Ja, natürlich. Punkte sind drin. Wir müssen nur 10 Fahrer rausfliegen. Aber wie sieht denn Vettel aus? Süß. Und der Abendhimmel ist stark bewölkt, weshalb Teams und Fahrer nervöse Blicke auf das Wetterradar werfen werden. Aber welches Team hat die perfekte Strategie für den Sieg beim heutigen großen Preis von Bahrain? Also gut, Zeit für das Hauptereignis, den großen Preis von Bahrain. Das ist eine tolle Gelegenheit für uns, Frühpunkte zu sammeln. Bleiben wir weiter konzentriert und geben unser Bestes.